Hallo Leute, ich grüße euch vom Lehrgang auf Rügen. Heute ist der erste Tag. Es ging nur darum, locker ins Training einzusteigen und wir haben einfach ein bisschen trainiert. Und zwar haben wir gemacht Eihami Irini Nage. Katatsugori Shio Nage. Und dann haben wir noch morgen vorbereitet. Und zwar haben wir Minucci als Angriff. Morgen geht's weiter. Hallo, so, Ostseecamp auf Rügen, zweiter Tag. Was haben wir gemacht? Minucci haben wir gestern Abend noch geübt und dann haben wir heute IQ daraus gemacht, ohne den Angriff anzuhalten. Und als Übung haben wir angefangen zu drehen, um noch mehr zu merken, ob man den Angriff anhält oder nicht. Morgen geht's weiter mit Ikyo. Okay, Ostseecamp in Rügen, dritter Tag. Was haben wir heute gemacht? Wir haben wieder angefangen mit Eihami Ikyo. Aber dann sind wir weitergegangen. Wir haben gemacht Minucci Shio Nage, aber mit demselben Anfang. Haben wir gemacht mit derselben Idee, Katatri Otodori Kokyu. Morgen geht's weiter. Vierter Tag Aikido Ostsee Camp auf Rügen. Was haben wir heute gemacht? Ikyo. Diesmal mit einer Form, die von außen funktioniert. Minucci. Damit haben wir jetzt schon zwei Möglichkeiten. Form von innen, Form von außen. Form von innen, jetzt Form von außen. Und wir haben gemacht Kokyuho. Mit demselben Anfang haben wir dann auch Ikyo gemacht. Vielen Dank. Morgen geht's weiter. Ostseecamp in Rügen, fünfter Tag. Heute haben wir eine Form von Ikyo gemacht, die ganz direkt auf der Linie ist. Die Partnerin greift Minucci an. Danach haben wir dieselbe Bewegung wieder aus Katatri Otodori gemacht. Und damit haben wir jetzt Form von Ikyo, die gehen nach innen, die gehen nach außen und die sind auf der Linie. Da haben wir schon ziemlich viel geschafft. Morgen geht's weiter. Ostseecamp in Rügen, sechster Tag. Was haben wir heute gemacht?
Ikkyo, weiter Ikkyo Omotowaza aus Menuchi. Aber mit einem Anfang, der komplett dahinter ist. Und damit haben wir jetzt die Tour einmal komplett gemacht. Wir haben Ikkyo von hier, über hier, von hier bis hier gemacht. Einmal komplett um die Achse des Partners. Morgen ist der letzte Tag. Tschüss.